vorläufig erster Platz. Wir springen zu Juliane Seifert. Auch bei ihr lief es nicht so rund in Lillehammer bei den ersten beiden Springen in Norwegen. Die Gesamtweltcup-Dritte der vergangenen Saison. Kratzte nur an den Top 15. Jetzt sieht es deutlich besser aus. Im Oktober ist sie auf dieser Schanze hier in Klingenthal deutsche Meisterin geworden vor Katharina Althaus. Und dass sie die Schanze mag, zeigt sie hier. 125,5 Meter in Lillehammer. Das Timing am Absprung, das Thema und das Problem, das passt hier besser. Und schon geht's weiter nach vorne. Direkt hinter Iraschko Stolz auf Position 2. Beste Deutsche in Lillehammer. Die Gesamtweltcup-Zweite der Vorsaison, Katharina Althaus. Zwei sechste Plätze, geht sicher auch noch ein bisschen mehr. Althaus kommt gut weg, toller Kontakt zum Ski. Und es geht weit runter für Katharina Althaus, die Oberstdorferin. Das deutsche Team ja arg dezimiert. Ramona Straub, Anna Rupprecht und auch Karina Vogt nicht dabei in der Vogtland-Arena. Alle verletzt, Knieverletzungen, teilweise für die ganze Saison nicht dabei. Junges Team am Start, wenig Erfahrene, eine davon zeigt eine super Leistung. 131,5 Meter Führung für Katharina Althaus, vor Iraschko Stolz und Juliane Seifert. Applaus auch von Markus Eisenbichler, der ja auch hier seine Form gestern zumindest gefunden hatte. Emma Klinec aus Slowenien. Guter Versuch der Slowenin, die auch nach Kreuzbandriss zurückgekehrt ist. 129 Meter, bisschen weniger, 2,5 Meter weniger als Althaus. Aber der Aufwind blies nicht ganz so stark wie bei der Oberstdorferin und deshalb die Führung für Klinec. Chiara Hölzel, das ist schon die vorletzte dieses ersten Durchgangs. Zweite im Gesamtweltcup. Bisher die Österreicherin mit einem sehr, sehr starken Start in Lillehammer. Und sie liegt ganz weit vorne. Sie ist die kleinste im Feld, nur 1,53 Meter groß, hat die kürzesten Ski. Und wenn sie dann den Absprung trifft, dann hat sie ein super stabiles Flugsystem. 141 Meter mit Abstand der weiteste Flug des Tages für Chiara Hölzel. Ganz stabil, ganz mutig, mit toller Körperspannung auf eine super Weite. Das ist doch mal eine Herausforderung von Chiara Hölzel für die Überfliegerin. Auch dieses Winters bislang. Maren Lündby steht noch oben, die Gesamtweltcup-Siegerin der beiden vergangenen Winter. Auch in Lillehammer war sie überlegen, teilweise mit 10 Metern Vorsprung gewonnen, die Norwegerin, die ja im Sommer den Anlauf runterfiel, weil sie ausgerutscht war und unten runtergeknallt ist auf den Asphalt. Gott sei Dank nur eine Prellung am Kopf und am Knie. Jetzt ist sie wieder topfit und sie fliegt aber nicht so weit wie Chiara Hölzel. Bei weitem nicht so weit. Wartet nicht lang genug. Lässt dem Sprung keine Zeit, sich zu entwickeln. Drückt zu weit nach vorne und dann sind es nur 127 Meter für Maren Lündby. Da sehen Sie den Druck auf die Skier. Das ist zu viel. Damit nimmt sie sich die Höhe und die Chance auf den Sieg. Und für Maren Lündby geht es